sunshine and the day. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in the day. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Moin und herzlich willkommen, weil es wieder heißt, der Flachlandradler wie immer unterwegs. Noch auf der Mittellandroute und hier in Aarburg. Ja, Aarburg, das ist ja ein markantes Gebäude da oben, die Burg. Aber man kommt ja leider nicht hin. Sieht aber trotzdem toll aus, oder? Es hat irgendwas Besonderes wieder. Das kenne ich ja nicht so aus dem Norden. Und deswegen ist es immer toll, sowas zu sehen. Ich hoffe, für euch auch. Wird nicht zu langweilig, wenn man immer wieder die Kamera auf dieselbe Gebäude hält. Aber ich finde es einfach klasse. Ja, ihr seht, die Aare ist ja schon ganz schön groß geworden. Der werde ich noch weiter folgen bis zum Rhein heute, bis nach Deutschland bei ihrer Mündung. Ja, und dann komme ich an den Rhein. Das ist so heute das Ziel, 82 Kilometer circa bis Murg. Da gibt es einen kleinen Campingplatz. Da möchte ich heute hin. Ja, und das Wetter ist schon wieder einsame Spitze. Da kann ich wieder nicht meckern. Es ist wieder relativ warm am frühen Morgen, unglaublich. Aber es wird ja heute auch schon wieder sehr sommerlich, sind auf einmal doch auch wieder 26, 27 Grad angesagt. Es wird irgendwie immer wärmer. Jetzt hatten sie weniger angesagt, jetzt wird es doch eigentlich richtig sommerlich. Egal, ich will nicht meckern. Was kommt so heute auf den Weg? Kann ich wieder gar nicht sagen. Ich kann mir die Orte auch alle gar nicht merken. Ihr werdet sehen. Ich hoffe, es wird schöne Bilder geben auf dem Weg nach Deutschland. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke. And I will try to fix what has been broken. Take this weight off my shoulders, 'cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves. Durch die Stadt Olten bin ich jetzt durch, auch wieder gut geführt, ja, wieder ein paar schöne alte Gebäude, die Kirchen vor allen Dingen, aber auch eine schöne Holzbrücke, ja, das kenne ich auch nicht von Norden, da gibt es sowas nicht, so eine überdachten Brücken. Ja, eigentlich ist hier ja eine Idylle, wenn man es hier so sieht, hier kommt auch gerade einer an, aber ich stehe hier auch vom LKW, ja, die Schweiz hat noch eins, das ist auch noch an, ich weiß gar nicht, wie viele die überhaupt haben insgesamt. Aber es wird in der Schweiz auch noch gebraucht. Besonders im Winter. Ne? Ja, aber die Strecke war jetzt nach den ganzen Bebauungen dann doch ganz gut. Eine kleine Umleitung wird natürlich wieder super ausgeschildert. Das passt, ne? Naja, dann wollen wir mal weiter. Wo es hingeht? Ja, an der Aare entlang, ne? Du? Was sagst du? Soll ich weiterfahren? Ja, ne, ich fahr weiter. Listen to the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves.
Ich glaube, ihr könnt lesen, wo ich gerade bin. Ja, laut hier in der Stadt. Ich war noch nicht in der City. Ich weiß auch nicht, ob ich da reinfahren werde oder ob ich hier am Fluss bleibe. Schaue ich mal, wie ich lustig bin. Ich mache erstmal eine kleine Pause, Snackpause oder zweites Frühstück sozusagen. Und dann geht's weiter der Aare entlang Richtung Rhein. Ja, ich habe jetzt, Moment, 22 Kilometer schon wieder geschafft. Es ist 10 Uhr. Es rollt und rollt und rollt. Ja, im Moment keine großen Schwierigkeiten. Man kommt gut durch die Stadt und ja, ich muss sagen, die Autofahrer nehmen immer Rücksicht auf die Radfahrer. Also hier fährt es echt gut Fahrrad. So, das Wetter, es wird irgendwie schon sehr heiß für 10 Uhr morgens, muss ich echt sagen. Aber egal. Weiter geht's gleich nach dem Snack auf die nächsten Kilometer an der Aare. Mahlzeit. To be happy, how many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak, how to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers, maybe I just found the answers in you. Hier sieht es mal wieder idyllisch aus. Sonst ist eigentlich alles Kanal. Eigentlich ist das hier auch nur ein Kanal. Man merkt das schon. Ja, alles nur Felsen an der Kante, so richtig gepackt. Ja, der Mensch hat hier überall eingegriffen, andauernd aufgestaut. Ja, man braucht den Strom. Schön ist es nicht. Es ist wie am Kanal fahren irgendwie. Ja, so richtig Fluss ist es ja natürlich nicht mehr, aber es ist ja überall so. Das ist auf der ganzen Welt. Ja, da wird der Fluss zurechtgebaut, wie es will. Ja, schön war es trotzdem. In linker Hand ist ja doch immer auch das Juragebirge immer mal wieder zu sehen. Ja, kleine diese Orte, die lasse ich leider immer links liegen. Wie gesagt, Kanalfahrt so ungefähr. Ein paar Brückenfahrten, guckt man auf das Wasser. Ja, Wetter, ja, es wird immer heißer. Aber schön ist es zum Radfahren. Es gibt auch fast keine Steigung. Ja, wie gesagt, das ist echt klasse zu fahren. Man könnte auch viel schneller, aber ich lasse es ein bisschen ruhig angehen. Ich genieße es trotzdem, auch wenn es jetzt nicht mehr so natürlich aussieht alles. Und jetzt komme ich zur Stadt Bruck rein. Ganz hinten sieht man noch ein Haus. Rechte Hand kommt gleich ein kleines Hochhaus. Konnte man auch schon sehen.
Ja, da zweigt dann aber die 5 dann ab, die Mittellandroute. Die geht dann mehr nach Osten. Und ich bleibe aber an der Aargau, fahre zum Rhein. Das war mein Plan, bleibt es auch so. Ja, und dann bin ich auch bald in Deutschland. Naja, 44 Kilometer bis zum Campingplatz habe ich noch. Es ist ja also noch was, es ist noch nicht mal 12. Also bin richtig rechtzeitig, obwohl ich gar nicht so schnell fahre. Ich genieße es halt und ja, fahre jetzt weiter. I got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. All the scars start to heal when I'm with you. And I can't explain how I feel when I'm with you. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Baby, I just found the answers. Baby, I just found the answers. Ich mache jetzt gerade eine Pause. Bisschen Hunger bekommen. Ja, richtig. Gescheit, das habe ich jetzt nicht mehr so mit zum Essen. Das heißt gescheit, ich habe jetzt hier noch so eine Nussmischung, die trage ich schon die ganze Zeit mit mir rum. Die esse ich jetzt mal. Ja, und dann werde ich in Deutschland aber erst einkaufen. Hier in der Schweiz kaufe ich nichts mehr. Ist mir zu teuer. 12 Kilometer sind das ja auch nur noch bis zur Grenze oder 11. Das ist also nicht mehr viel. Das werde ich wohl schaffen. Und in Waldshut kann man vielleicht mal was essen oder was kaufen. Was Kleines. Irgendwie so. Schauen wir mal. Ich schaue hier ein bisschen auf den Fluss. Hier ist es anscheinend auch wieder ein Fluss, weil ist so ein bisschen eingeschnitten hier. Ich glaube, da kann man nicht viel verändern. Aber sieht trotzdem aus wie ein Kanal. Ja, der Rhein ist ja nicht mehr weit. Der ist aber auch noch nicht so richtig schiffbar. Also Berufsschifffahrt ist da nicht. Aber hier kommt ganz schön Wasser dazu. Muss man echt sagen. Das ist ein großer Zufluss. Naja, ich esse erstmal und dann geht's nach Deutschland. To leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh, yeah.
Ich bin zurück im Lande. Ja, ich habe die Grenze überschritten. Ich bin über den Rhein gefahren. Da vorne ist noch die Aare-Mündung. Ja, jetzt bin ich wieder drüben in Deutschland. Alles wieder normal. Alles in Euro. Ja, hier ist auch der Campingplatz, den ich mal als allerletztes Ziel angegeben hatte. So geplant, wenn ich ganz normal fahre. Ich könnte jetzt hier mit dem Zug weiterfahren, zurück zum Ausgangspunkt in Basel und dann nach Hause. Aber es ist so ein schönes Wetter und es ist erst 2 Uhr, also werde ich noch weiterfahren. Wie gesagt, ich fahre bis zum Campingplatz Murg. Das sind noch 24 Kilometer, oh, sogar noch weniger, 22. Ja, ich glaube, mal gucken, ob ich hier noch was kriege. Was zu essen, einen kleinen Snack, ein Eis oder irgendwas, kaltes Getränk. Schauen wir mal, wo es hier was gibt. Ja. Ganz schön Trubel an der Grenze, aber hier ist es auf einmal wieder ganz schön ruhig. Ja, und jetzt folge ich dem Rheinradweg auf der deutschen Seite. Ja, rheinabwärts, das ist jetzt die Destination für die nächsten Stunden. Oder zwei, glaube ich, oder so. Mehr wird es nicht werden. Also, weiter geht's. Muss ich doch gerade eben ganz schön hoch in die Innenstadt von Waldshut. Ja, und dann habe ich mir meinen leckeren Thunfischsalat geholt, den ich so gerne esse. Ja, 20% billiger hier. Leute, das ist so heiß. Aber ich habe jetzt gerade so ein schönes Plätzchen gefunden. Ich weiß es nicht, so ausgespülte Steine sind das hier. Keine Ahnung. Wow, tolles Plätzchen, sehr ruhig. Da oben ist der Weg. Ein bisschen abseits. Ja, das werde ich jetzt hier genießen und dann geht's gleich weiter, aber erstmal Mahlzeit. Es ist auch gar nicht mehr so weit, 11 Kilometer noch. Dann ist der Tag schon wieder rum. Es ist 15.20 Uhr. Also nicht mehr so lange. Ich habe ja Zeit genug. Kann das hier genießen. Thank you.
Ja, nun sitze ich hier am 7. Abend hier am Rhein. Tour ist so gut wie zu Ende. Alles geschafft, was ich wollte, jetzt sogar schon mehr. Ja, und morgen ist es endgültig Schluss. Aber heute war echt nochmal ein richtig schöner Tag, fand ich. Strecke, ja okay, man musste auch mal eine laute Straße fahren. Aber die Orte, die waren noch richtig klasse. Die kannte ich noch nicht. Das war das letzte weiße Stück auf der Schweizer Landkarte, was ich eigentlich noch nicht so kenne. Sonst habe ich alles irgendwie schon mal, ja nicht hundertprozentig, aber im Groben und Ganzen schon mal erradelt. Also kenne ich jetzt eigentlich die Schweiz. Ja, von Nord bis Süd, von Ost bis West. Ich kann nur sagen, es war eine tolle Reise, auch bis hierhin. Die erste Hälfte war natürlich grandios durch das Juragebirge. Einfach nur klasse, das kann ich echt sagen. Aber das habe ich oft genug gesagt, das war ein klasse Radweg. Hätte ich fast schon wieder gesagt, als ich am Genfersee war, ich drehe um und mache den nochmal in eine andere Richtung. Ja, aber auch diese Strecke hier am Genfersee, ja, am Neuenburger See war nicht so toll. Vielleicht war auch meine Stimmung einfach down, weil auf einmal die Berge sozusagen weg waren. Keine Ahnung, aber es waren schon geradeaus Strecken und holprige Strecken. Aber sonst war gut, ganz normaler Flussradweg. Tolle Campingplätze, also das waren tolle. Ich fand die alle ganz gut. Okay, Schweiz ist teurer. Hier kostet das bloß 9 Euro und 10 habe ich gegeben. Den Euro habe ich ihnen geschenkt als Trinkgeld. Oh, das war ja wohl drin. Also deutsche Preise, auch Essen. Ich habe jetzt noch mal zugeschlagen am letzten Abend. Ja, hier kann man sich das leisten, mal essen zu gehen. War sowieso der letzte Abend am Urlaub. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer, 500 und da sind auch noch extra Kilometer dazugekommen. Höhenmeter ohne Ende. Auch heute gab es noch mal einige plötzliche Stiche. Unglaublich, 10% ganz plötzlich mal so 200-300 Meter hoch. Ja, und dann natürlich dann auch wieder runter, aber die Aare, die war schon auch schon schön. Vom Gefühl her ganz normaler Flussradweg, wo überall alles auch. Hier der Rheinradweg ist ja auch, geht auch hoch und runter, wo so viele fahren. Ja, und weil so viele fahren, werde ich morgen die letzte Etappe nicht verfilmen. Nein, damit ist es hiermit zu Ende, die Reise. Für euch. Morgen werde ich ganz normal nochmal für mich nach Basel fahren. Ich kenne die Strecke, ich habe die ja schon mal gefahren mit Rennrad, glaube ich, war ich da unterwegs. Das ist schon ein paar Jahre her. Da habe ich Hubert getroffen, Hubert Dreschler. Den werde ich wahrscheinlich morgen früh nochmal treffen. Zu einem Frühstück, Frühshoppen. Jo, und dann geht's zurück nach Hause. Aber dieser Campingplatz, der wurde mir empfohlen, zumindest über Instagram mäßig von Harald, vom Harry Radelt. Viele Grüße gehen raus, wenn alles klappt. Ich weiß es noch nicht, aber vielleicht sehe ich ihn morgen nochmal auf der Rückreise. Ich möchte gerne nochmal halten. Ob ich ihn erwische, werde ich wahrscheinlich hier dranhängen oder ein extra Video machen, weiß ich nicht. Oder es hat auch nicht geklappt. Keine Ahnung, steht noch in den Sternen. Ja, aber ich würde mich freuen, wenn das nochmal schnell klappen würde, so heißt das, ja, weil einmal haben wir uns schon verpasst, als der Kanal gefahren ist, Nordostseekanal, da längst, ja, da war ich leider unterwegs, wie immer. Also Harry, ich hoffe, es klappt morgen, wir wissen es ja jetzt, wenn ihr das Video seht, ja, sonst war es eine tolle Reise, viele Erfahrungen gemacht, hat alles geklappt, im Groben und Ganzen. Außer die ersten beiden Tage, da war am ersten Campingplatz voll. Aber am zweiten war dann was da und dann war ja alles gut. Ja, Notfallplan wäre immer da gewesen. Aber nun ist dieser Urlaub vorbei. Eine intensive Woche. Ich glaube, ihr habt es gesehen. Ich fand es stark, sehr toll. Und das Wetter, der Termin steht ja fest. Wann man Urlaub hat, den muss man früher einreichen. Ja, und vorher hat es so geregnet, gewittert, Kälte, Wind und dann, ja, Harry und ich losfahren, alles gut, Sonnenschein pur. Ja, gestern gab es ein bisschen Sommerregen, aber das zählt überhaupt gar nicht.
Also das war ein kleiner Ausrutscher, aber das war egal. Ich werde jetzt hier noch den Abend genießen. Es war sehr toll, das auch gefilmt zu haben. Ich glaube, ich freue mich auch schon wieder auf die Videos zu machen. Dann habe ich ja schon wieder einige im Vorrat gehabt. Ja, und das ist, muss ich leider sagen, wahrscheinlich auch die letzte Radreise dieses Jahres. Denn ich habe keinen Urlaub mehr. Ich habe nur noch einmal einen zweiwöchigen Sommerurlaub. Den werde ich wieder stationär an einem wunderschönen Ort, glaube ich, in den Alpen verbringen, wo ich meine sternförmigen auseinanderdriftenden Touren machen werde, Pass fahren und so weiter und so fort. Das werdet ihr je nach wahrscheinlich vielleicht sehen. Oder Wochenends bin ich auch immer unterwegs, meistens in Dänemark irgendwo. Das wird es bestimmt noch mal geben, ob ich das verfilme. Bestimmt nicht jede. Aber naja, ich bedanke mich hier fürs Zuschauen auf meine kleinen, ja doch kleinen Radreise. War sehr toll. Hat schöne Bilder gegeben, hoffe ich. Also, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Flachlandradler wie immer unterwegs. Also bis dann. Tschüss. Servus. Ja. Salut, au revoir und so weiter und so fort. Und zum Schluss, moin moin, euer Flachlandradler Thorsten. Und er trinkt jetzt noch ein Siegelradler. Auf das Geschaffte. Also bis dann. Prost. Eine Wolke wieder, ne?